So Leute, willkommen zurück zu Mortal Kombat. Ich habe ja gesagt, das Ganze geht noch ein bisschen weiter. Wir werden jetzt einzelne Charaktere spielen in den traditionellen Türmen. Und zwar haben wir hier zur Auswahl den klassischen Turm, den Teste-Dein-Glück-Turm. Dort werden wir mit einem zufälligen Charakter gegen zufällige Gegner kämpfen. Teste deine Kraft, indem du mit zunehmender Schwierigkeit eine Serie von Objekten zerstörst. Und dann haben wir noch Endlos. Versuche, so viele Gegner wie möglich zu besiegen, ohne zu sterben. Das heißt, einmal hier verlieren und der Turm ist vorbei. Und dann gibt es hier noch Überleben, Survivor. Überlebe eine Serie von Kämpfen, bei denen deine Gesundheit zwischendurch nicht aufgefüllt wird. Stelle deine Fähigkeiten unter Beweis und verdiene nach jedem Kampf Bonusgesundheit. Sind also wirklich komplett unterschiedliche Türme. Wir machen jetzt erstmal hier die klassischen, traditionellen Türme, weil ich ja auch einige Charaktere zeigen möchte, die wir noch nicht gesehen haben. Und soweit ich weiß, wenn wir hier so einen klassischen Turm machen, bekommen wir auch so ein paar Background-Infos zu den einzelnen Charaktere. Also, legen wir los. Mal sehen, wen wir als erstes nehmen. Ich bin dafür, dass wir anfangen mit Melina, denn Melina ist ziemlich nice. Und wir nehmen Unbändig, ermöglicht High-Low-Pounce und zusätzliche Beißattacken. Ja, und Mittel lassen wir als Schwierigkeitsgrad. Gut, legen wir los. Pharah und Thor sind meine ersten Gegner. Großzahn, fies! Deine Knochen werden sie schärfen. Sie will spielen, Thor! Round 1, fight! Oh ja, die kleine Melina will spielen. Und die kleine Melina geht richtig ab. Gut, mal sehen, was sie so kann. Ich habe sie natürlich noch nie in Mortal Kombat X gespielt. Ist jetzt alles hier völlig neu für mich. Und Pharah und Thor sind natürlich zwei ziemlich miese Gegner. Aber gleich werden wir erstmal den X-Ray von ihr sehen. Boah, was war das? Hat er eben gerade das Auto geschleudert? X-Ray geht raus. Au! Da beißt sie zu. Das sind ein paar nette Beißerchen, was Melina da hat. Bin mal gespannt, wie der Fatality wird. Denn ich habe schon beide freigespielt. Ich war unten in der Krypta und habe mir den zweiten Fatality von ihr gekauft. Wusste natürlich nicht, dass ich den Fatality von Melina bekomme, aber habe mich sehr gefreut. Denn Melina ist ziemlich geil, finde ich. Klar, früher hat sie mir ein bisschen besser gefallen, weil die Brüste eben größer waren. Aber das neue Design geht auch in Ordnung. Ich fand halt immer, sie war so ein bisschen die ultimative Perversion. So eine wunderschöne Frau, aber wenn sie dann ihr Tuch wegmacht und man ihre Zähne und ihr Mund sieht, kriegt man flanke Kotzen. Hier, friss mal die Dinger. Kann ich immer wieder rausschleudern. Da macht er einen Breaker. Aber wir dürfen ihn finishen. Gut, der erste Finisher. Bekomme ich ihn hin? Yes, er geht durch. Mal sehen, was passiert. Boah, die Alte. Boah, ist das mies. Wow. Meine Fresse. Okay, die Frau hat wirklich ein echtes Aggressionsproblem. Alter, ist der Fatality krank. Der war nicht übel. Der war wirklich nicht übel. Wo wir gerade bei Zahnproblemen sind. Ich fresse kleine Mädchen wie dich. Das erklärt den Mundgeruch. Round 1. Fight. So, Gegner Nummer 2, Cassie Cage. Ich musste eben gerade nochmal neu starten, den Turm. Weil ich gesehen habe, die Aufnahme hat sich aufgehangen. Und das war schon der nächste Kampf wieder. Und deswegen habe ich jetzt hier ein paar andere Gegner. Ändert aber nichts. Der erste Kampf gegen Pharah und Thor ist natürlich drin. Wo wir diesen wunderschönen Finisher machen, der absolut sehenswert war. Und ich finde, der ist jetzt schon mit einer der derbsten Finisher, die ich je gesehen habe. Ich meine, die hat den in der Mitte durchgekratzt. Sowas muss man erstmal hinbekommen. Jemanden durchkratzen. Okay, was mache ich hier für einen Blödsinn? Cassie Cage muss unbedingt zerstört und vernichtet werden. Bin mal gespannt, wie der nächste Finisher aussieht. Erste Runde hier geht easy an uns. Ja, die ersten zwei, drei Gegner sind natürlich noch ziemlich locker, aber dann wird's schwierig. Das kann ich euch sagen. Also so ab dem fünften Gegner steigt so ein bisschen der Anspruch. Oh, netter Konter in der Luft, aber wir zerhauen unseren X-Ray. Muss erstmal rausfinden, wie der X-Ray richtig eingesetzt wird. Denn der scheint eher so ein bisschen auf Distanz zu funktionieren. So, so geht der Teleport-Kick, der immer wieder nett ist. Teleport-Kick! Teleport-Kick! Geht sogar in der Luft! Der Teleport-Kick! Sollte jede Frau können. Wow, 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 ich will doch nur meinen Teleport-Kick machen.
finish her. Alles klar, ich mach's von der anderen Seite. So. Yes, ging durch. Oh! Alter! Boah, der Sound. Scheiße, Mann, bist du widerlich, Melina. Die wunderschöne Cassie. Fatality. Ja, jetzt ist sie nicht mehr so schön. Mann, der Move ist mies. Also ihre Moves sind richtig mies. So, Cassie ist tot. Gegner Nummer 3, Kung Lao. Dir steht ein Shaolin gegenüber. Sprich deine letzten Worte. Meine Fähigkeiten sprechen für sich. Round 1, fight! Kung Lao ist so ein Angeber. Dabei hat der Mann keine Chance gegen uns, denn ich habe den Teleport-Kick. Boah, ich liebe den Teleport-Kick. Der ist richtig mies. Und der Uppercut von ihr, der ist auch richtig mies. Aber ich finde, die kann was. Also bis jetzt gefällt sie mir sehr, sehr gut. Sie ist schnell, macht viel Schaden und haut den Gegner hier zu Klump. Tut mir leid, Schätzchen. Round 2. Fight. Und die Reste werden einfach gefressen. Die Frau denkt eben wirtschaftlich. Melina ist eine Frau, die was gegen das Welthungerproblem macht. Ist dein Gegner. So, so wird der X-Ray gemacht. What? Was zur Hölle hat er den Breaker eingesetzt, um meinen X-Ray zu kontern? Ich glaube, wir brauchen einen Teleport-Kick. Oder einen Mönch. Mönch! Also ausweichen kann er. Ausweichen kann der gute Kung Lao. Ich finde den Skin von ihm richtig nice. Gefällt mir sehr gut. Alles klar, der nächste Finisher. Wie machen wir es diesmal? Na, Mist, Moment. Ah, ich war zu langsam. Einmal verdrückt und du kannst den Finisher vergessen. Lecker. Lecker Schmecker. Melina ist ihre Opfer. Oh, dieser Mund. Dieser absolut widerliche Mund. Da vergeht dir wirklich alles. Kung Lao, sein Lebenslicht, wurde ausgeblasen. Kung Jin, direkt hier weiter mit der ganzen Familie. Melina. Beuge dich der wahren Herrscherin! Komm mal drüber weg. Round 1, fight! So sieht's aus. Die Lady ist nämlich aus der Fleischgrube. Also ich weiß nicht, was sie denkt, dass sie wirklich die wahre Herrscherin ist. Deswegen muss sie auch schon wieder mit Embryos um sich werfen. Nett, Kung Lao. Wirklich nett. Oh, Kung Lao kann was. Kung Lao kann richtig was. Aber kann auch den Teleport-Kick? Anscheinend ja. Wow, 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 wow. So nicht, mein Freund. Also zurzeit der schwierigste Gegner bis jetzt. Aber wir kriegen das noch hin. X-Ray. Diesmal geht er durch. Diesmal geht er durch. Diesmal gibt's keine Hoffnung. Der Biss des Todes. Stich in die Augen. Ich hab dich gaffen sehen. Round 2. Fight. Hat sie ihm gerade gesagt, ich hab dich gaffen sehen? Was war denn das für ein dämlicher Spruch? Ah, Melina. Die Perversion. Eine wunderschöne Frau und wenn sie dann ihr Tuch wegzieht, siehst du ihre Zähne und ihre nicht vorhandenen Lippen. Okay, im neuen Teil hat sie Lippen. Früher hatte sie keine. Ba, 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 ba. Oh! Sowas macht man nicht mit einer Lady. Komm mal her, Junge. Komm mal her. Ich hab dich gaffen sehen. So, aber jetzt. Bisschen näher ran. Di-di-di-di. Bam! Ich reiß dich in der Mitte durch. Boah, wie er noch weggeht. Das ist so abartig krank. Das ist wirklich... Ich find's geil. Ich find's richtig geil. Das ist so ein geiler Fatality. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und der nächste, Kotal Kahn. Scheußliches Geschöpf.
Ich bin die wahre Führerin der Außenwelt. Du bist ein missglücktes Experiment. Round 1. Fight. Und du verletzt meine Gefühle. Hey, 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 Kotl, ja? Ich will einmal da hinten die Wasserleiche werfen. Ich glaube, ich habe noch nie die Wasserleiche geworfen. Ah, ah. Kannst du vergessen, Alter. Melina ist viel schneller als du. Natürlich ein extremer Vorteil hier. Ich finde, sie ist schnell und sie macht eben extrem viel Schaden. Und sie kann den hier. Allein dieser Move finde ich so nice. Au! Mein wunderschöner Hals. Ich hoffe, sie hat noch einen richtig geilen Skin, wo man ihre Brüste besser sieht. Köstlich. Allein ihr Model-Move. Extrem cool, wie ich finde. Bams! What? Wieso? Wieso ging eben gerade der X-Ray nicht? Ich habe ihn doch getroffen damit. Also irgendwie, den X-Ray verstehe ich ab und an nicht. Sehr gute Beinarbeit und ich habe mal wieder nicht die Wasserleiche werfen können. Nice. Egal, Teleport-Kick. So, wie ging der? Er geht durch und wir machen hier einmal Kotl Kane am Spieß. Der kleine Snack für zwischendurch. Mann, die hat aber auch wirklich einen Mund, die Lady. Durch den Helm hat sie gekaut. Und da ist die Fresse weg. Ja, sie weiß, wie man sich eine nette kleine Mahlzeit zubereitet. Die Frau hat nie Hunger. Immer satt. Aaron Black. Das nächste Gesicht, das wir fressen werden. Die Königin ohne Krone. Ich baue mir eine aus deinen Knochen. Ein Schuss von mir und du fällst. Round 1. Fight. Ich fang deine Schüsse mit meinen Zähnen. So krass bin ich unterwegs. Aaron Black finde ich sau cool. Irgendwie eine saugeile Figur. Cooles Feeling, cooles Design. Ich glaube, den muss ich unbedingt als nächstes spielen. Aber so wirklich was können die alle nicht. Also ich glaube, beim nächsten Mal stelle ich es dann auf schwer. Weil wir wollen ja auch hier ein bisschen Challenges. Boah. Schon gewonnen. Süß. Du bist so süß, Aaron Black. Boah, Sand in die Fresse. Der dreckigste Move aller Zeiten. Sand ins Gesicht. X-Ray. Yep, Melina beißt gerne zu. Da wollte ich gerade meinen legendären Teleport-Kick machen. Oh, es war ein Dropkick. Okay, wir können Dropkicks. Dropkicks sind cool. Das Glück ist eine warme Waffe. Das Glück ist eine warme Waffe? Ab und an verstehe ich irgendwie, das Glück ist eine warme Mahlzeit. Wow, Aaron, was ist jetzt auf einmal los? Alles klar, Aaron. Du wirst geteilt, mein Freund. Immer wieder schön, oder? Immer wieder schön. Selten etwas so Abartiges gesehen. Wie sie auch noch seine Klumpen isst. Was hat sie da? Ein Stück Dickdarm? Tickdarm? Da wird der Dickdarm schnabuliert. Ermac, Gegner 7. Die ehemalige Imperatorin. Das Wesen von 10.000 Verrätern. Du hast den Namen deines Vaters verraten. Round 1. Fight. Ermac muss ich auch unbedingt selber spielen. Ich will unbedingt seine Finisher sehen. Die sind bestimmt richtig geil. Teleport Kick. Ah, Ermac ist wieder so jemand, der kann so ein bisschen was. Aber ehrlich gesagt, ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Weil wir haben es ja in der Story gesehen. Am Ende waren die Gegner jetzt gar nicht mehr so leicht. Und ich bin halt nicht unbedingt der beste Mortal Kombat-Spieler. Ich muss mich erstmal wieder so ein bisschen einspielen und meinen Main-Charakter finden.
Breaker. Aber geht down. Melina ist einfach zu krass. Round 2. Fight. Süß. Ich mach mir ein bisschen Air Mac aufs Brot. Chicken Air Mac Nuggets. Bums, bums, bums. Diese Frau, oder? Wer würde sie nicht lieben? Solange sie untenrum Lippen hat, ist alles gut. Okay, wie machen wir es? In der Mitte durchteilen? Ah, ich hab's versaut. Ah, noch hinbekommen. Gerade so. Runter mit dem Schädel, Ermac. Nom, 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 nom. Yummy, yummy. Was haben wir als nächstes? Raiden, der Donnergott. Und über ihn Goro. Warum diese Gewalt, Melina? Du hast Kuatals Aufstieg unterstützt. Deine Anschuldigungen bringen dir nichts ein. Round 1. Fight. Ich finde es irgendwie interessant. Einige nennen ihn Kotal, ja. Andere Kuatal. Der wird immer anders genannt. Es ist ein bisschen wie bei Rais, Reis, Reis. Jeder spricht diesen Namen anders aus. Wie heißt er denn jetzt? Kotal Kahn. Also auf dem Englischen heißt er Kotal Kahn. Hier im Deutschen heißt er Kotal oder Kuatal. Ich nenne ihn Kotal. Kotal hört sich irgendwie am geilsten an. Boah, ich sehe gerade, Raiden hat mich ganz gut runtergeprügelt. Ah, das sieht so mies aus. Der Biss ins Gehirn. Ich hab dich gaffen sehen. Du hast mir direkt in den Mund geschaut. Teleport Kick, Raiden. Teleport Kick. Zack. Ich will diesen Stock. Wir stehen beide da und schauen uns den Stock an und er nimmt ihn sich. Und zersemmelt ihn. Raiden, dafür werde ich dich in der Mitte durchteilen. Ach ja, ist Raiden jetzt einer von den Bösen oder nicht? Die Antwort ist doch eigentlich ganz einfach. Natürlich ist Raiden keiner von den Bösen. Er kämpft immer noch fürs Erdenreich. Doch, er macht jetzt härtere Methoden. Ein bisschen was von Shinnok seiner Energie ist in Raiden übergegangen. Und er denkt jetzt eben wie so eine harte Sau. Aber er ist trotzdem immer noch einer fürs Erdenreich. Alles klar, in der Mitte wird hier jemand durchgeteilt. Raiden, der Donnergott. Rah. Allein dieser Klang am Ende, dieses Röcheln. Man hört richtig, wie aus seiner Lunge sein ganzes Blut verliert. Das ist mies. Ich find's mies. Also bis jetzt ein sehr geiler Fatality, den man gar nicht oft genug sehen kann. Goro. Melina. Der Shokan-Feigling zeigt sein Gesicht. Deine Worte besiegeln dein Schicksal. Round 1. Alles klar, First Strike. Obwohl, er hat mich auch getroffen. Ja, Goro DLC-Charakter. Habe ich natürlich hier, habe ich aber noch nicht aktiviert. Muss ich noch machen. Aber ich finde, er sieht verdammt cool aus. Keine Chance gegen uns. Wir sind viel zu schnell. Oh, obwohl, jetzt gerade Goro dreht so ein bisschen durch. Ich trinke dein stinkendes Blut. Ist eine Ansage. Ist auf jeden Fall eine Ansage. Ich trinke dein stinkendes Blut. Du bist unwürdig. Unwürdig für was? Du bist aufgespießt. Easy going. Hier, der hat keine Chance gegen mich. Ich glaube, den hier teilen wir auch in der Mitte durch. Ich will einfach sehen, wie Goro seine Innereien verliert. Ich glaube, das ist ein schöner Anblick. Teleport Kick. So, du möchtest also in der Mitte durchgeteilt werden.
Ja, jetzt schreist du hier wie so ein kleiner Junge. Boah, das muss auch so wehtun. Ich meine mit den bloßen Händen. Melina wins. Melina wins. Verdient, auf jeden Fall verdient. Gegner 10, Shinnok, der Obermacker. Die mutige Imperatorin. Was verstehst du schon von Mut? Ich bin hier, oder etwa nicht? Round 1, fight! Klare Ansage, schon irgendwie mutig. Sich so einer Frau in den Weg zu stellen, dafür braucht man Cojones. Shinnok will ich auch auf jeden Fall noch spielen. Mal sehen, was der so für Finisher kann. Bin ich mal sehr gespannt. Aber sie ist aber auch ein Biest. Sie kratzt dem Gegner die Augen aus. Der gute alte Teleport-Kick. Lass es stecken, Alter. Lass es stecken. Gegen Melina hast du keine Chance. Heute werde ich einen Gott essen. Aber Shinnok kann man ja gar nicht töten. Haben wir am Ende gesehen, trotz Enthauptung war er immer noch am Leben. Bums, bums, bums. Netter kleiner X-Ray of Doom. Aber ich wette, so jemand wie Shinnok findet auch wieder einen Weg, wie er am Ende zurückkommt. Also ich glaube nicht, dass wir den das letzte Mal gesehen haben. Er ist ja nicht tot. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er wieder Quan Chi irgendwie ins Leben zurückholen kann. Au. Au. Nein, nein, nein. Er zittert vor mir, wenn ich die Macht des Erdenreichs absorbiere. Es gibt eine dritte Runde. Corrupted. Wow. Der war mies. Aber hier schön in die Suppe rein. Ah, der Flammenwerfer. Natürlich, natürlich. Oh. Der Tod macht einen Scheiß. Schon. Müssen wir den hier nur einmal besiegen oder mehrmals? Einmal. Raus damit. Ihre Seele durch den Äther gleiten. Sie erwachte in einer Brutkammer. Um sie herum gab es unzählige weitere, in denen sich jeweils eine exakte Kopie ihrer selbst befand. Melina entdeckte, dass sie die Gedanken von jedem der Wesen lesen konnte und sie ihre. Schnell erkannten sie den Vorteil zahlreicher wilder Kämpfer mit einem kollektiven Verstand. Als sie einen Racheplan gegen ihre Feinde schmiedeten, lachte der Drahtzieher hinter Melinas Erwachen leise. Ja, das war's. Das war Melina, ihre kleine geheime Story. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wen ihr als nächstes sehen wollt. Vielleicht Aaron Black, vielleicht Goro, vielleicht Ermac, Scorpion, Sub-Zero. Es gibt noch so viele, die vielleicht auch eine ganz interessante Endstory haben. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Würde mich freuen. Wie immer, danke fürs Zusehen und tschüss.